Der Mensch ist also deshalb so übererfolgreich geworden, weil durch die Einführung einer sich bewusst werdenden Existenzvorstellung und gleichzeitig der sich bewusst werdenden Tödlichkeitssimulation dann in jedem Wachmoment bewusst oder unbewusst unterschwellig die höchste Aufmerksamkeitsspanne, die höchste Energiereservenbereitschaft mobilisiert wird, nicht von Tüche selbst erlegt zu werden, sondern wie die Katze auf dem Sprung zu sein, um den passenden Kairos abzupassen. Und gleichzeitig wird nur bei Menschen durch Einführung eines Spiegelkabinetts im Proton Pseudos, im Erzeugen der Begehrensterminarität, im zweiten Tod des Verlustes, des endgültigen Abschiednehmens, des endgültigen Auswurfs, des endgültigen Einführung der Abwesenheit vor der Anwesenheit, jenes Mangelloch, jener Mangelriss, Kluftspalt erzeugt, der diese übermenschlichen, ständig unter höchster Aufmerksamkeitsspannung im Sprung stehenden Motivationen eng führt, auf das einzig legitime Ausweg und Erlösungsziel, den Erlösungsausgang, nämlich den Ort der Erzeugung des Verrats, des Verwurfs, des Auswurfs, des Mangelriss, Kluftspalts, trotz aller Unmöglichkeit und Widersinnigkeit dennoch wieder auffüllen zu wollen mit den Gaben, Geschenken, mit allem Seim und Sermon, mit allen Abbitten und Gedichten, mit allen Sehnsüchten und vibrierenden, flatternden, ekstatischen Obsessionen und so weiter. Die Einführung der Todessimulation ist also einerseits mit dem Ort der Erzeugung der Weltvorstellung der Terminarität als Gegensimulation des Existierens gegen das Verschwindens unter höchster Beschleunigungsanspannung verbunden, als auch dem bevorzugten Lokalität, dem Platz dieses pulsierenden, von innen nach außen und von außen nach innen kontinuierlichen Tors der Dike und Ananke, als den Ort des ersten Erbrechens und Verbrechens immer wieder aufzusuchen, in diesen Lebenswiederholungspulsationen. Ein Tor, in dessen ultimativen Wunsch einzugehen, einem Kafka jahrzehntelang verwehrt wurde durch den Wächter, begründungslos